Nee. Das ist drin. Welches fehlt denn da jetzt? Irgendwas mit oben und unten zacken. Ist das hier? Kann sein. Naja, nicht funktioniert. Also nochmal, wir machen das. Ist aber unten dann letztendlich. Muss ich das jetzt einmal im Kopf drehen? Das unten ist. Und das hier links. Also das hier ist links. Ich muss nochmal. Das Bild ist verschwommen. Ach, das ist zweimal derselbe Spruch. Die zweimal dieselbe Rune. Ich dachte, das wäre vielleicht anders. Dann könnt ihr die Rune auch doppelt verwenden. Okay. Also, den haben wir. Das haben wir. Und dann haben wir das zweimal. Eins, zwei. Der Spruch Isolierung wurde entdeckt. Liste Sprüche. Isolierung. Sprechen den. Mit dem. So, jetzt haben wir ja. Wir haben quasi den Spruch nur abgelernt. Das heißt, wir bräuchten ja eigentlich. Aufhebung. Prüfen. Das heißt, wir brauchen Nitelec und Redgomor. Aber mit dem Grünen. Also den. Mit Redgomor haben wir. Jetzt haben wir Nitelec. Hier siehst du auch Nitelec. Ist jetzt blöd. Also den hier schon mal. Das verstärken. Spruch erkennen wurde entdeckt. Aber nicht, dass es ich wollte. Diese Sprüche. Aufhebung. Prüfen. Nitelec. Da steht Nitelec. Aber das habe ich nicht. Wie sieht die Rune aus? Ach so, das ist die Rune, die ich noch nicht kenne. Hier sind zwei Runen drauf. Das wird die sein, die ich noch nicht kenne. Okay. Die hier. Das machen wir zweimal. Redgomor, wo bist du jetzt? So, auf der richtigen. Da. Der Spruch Alf wurde entdeckt. Oh. Das war nicht das, was ich erhofft habe. Natürlich blöd, ist einfach irgendwas zu machen. Redgomor, welche ist denn dann?
Welche Rune kennen wir denn sonst noch nicht? Bankorok, die können wir nicht. Na gut. So. Die hatte ich, glaube ich, benutzt, ne? Das heißt, die brauchen wir noch versuchen. Naja, wir tasten uns langsam ran. Regumor. Die zweimal. Dann hätte ich wahrscheinlich eher die ausprobiert. Wo ist die? Ah, verdammt, das war doch die. Hätte ich gedacht, weil ich von eben von da hinten rüber bin. Also wir sind wohl nicht so ganz gemerkt. Jetzt aber. Aufhebung entdeckt. Mann, warum nicht gleich so? So. Aufhebung. Sprechen. Das hier. Das hier. Geht doch. Bei den Escape Rooms bin ich immer der Aufgabe gerne so ein bisschen rumprobiert. Wobei den Zeilenschlössern fehlt noch irgendwie so eine, zwei, ach, da drehst du einfach und dann die letzte einfach nicht findest. Aber schon dann, wenn es dann irgendwie einfach nicht drauf kommt, ne? Sonst ist ja witzlos. So, ist das jetzt hier so eine Tür? Haben wir jetzt diesen Schutz da aufgehoben? Aber was uns das bringt, hier hingehen zu können? Achso, wir mussten das auch machen, sonst wären wir da nie durchgekommen. Also den wir gerade geopfert haben, versehentlich. In der Lache seines eigenen Blutes liegt der Kustos. Pauls einziger Verbündeter im Kampf gegen die Finsternis. Seine Seele wird noch keine Ruhe gefunden haben. Um ein unsichtbares Band bindet sie an den Altar, wo sie über den eigenen erstarrten Körper Wache hält. Paul fühlt alle Hoffnung schwinden und weiß, dass seine Situation nun tausendmal schlimmer ist als zuvor. Nun ist er allein im Kampf gegen die Finsternis. Wanting answers to clarify your new position as fugitive, you seek them out, and this is what you find. Tell me, what does a man such as yourself think of when he finds a viper's nest of heresy, when he finds the very source of corruption? I think of irony. Irony of what you, masquerading as a member of the Inquisition, stand for, and that you stand for evil. Evil is merely a perspective which no longer concerns me, Luther. You will be executed in the most painful manner imaginable. After we have broken your frail body and mind in the name of our true Lord, Ulyoth! Come, my children. Feast on this morsel, and let us return to our preparations. Naja, die mache ich platt. Zack. Moment. Liste. Sprechen. Eigentlich müsste ich doch hier sogar jetzt eine stärkere mit hinkriegen. Wir müssten doch eigentlich nur. Moment, vielleicht versuchen wir das mal noch. Doch prüfen. Wir haben hier Antok und Mogomor. Neuer Spruch. Antobrock.
Nicht Magomor, sondern Nogomor, ne? Paragon. Doch Magomor. Nein! Ach. Gucken wir nochmal. Prüfen. Antobok und Magomor, doch. Habe ich irgendwie Nogomor im Kopf gehabt, ey. So. So, Spruch, magisches Item entdeckt. Für mich direkt Stärke her. So, magisches Item. Sprechen. Zack. Zack. Zerak. Jaha, geschafft. Hab schon gedacht, weil das jetzt länger dauert. Das war aber echt eine knappe Geschichte, ne? Was ist das denn jetzt hier? Ach, verdammt. Ich bleibe wieder mit dem Schwert hängen. So. Das ist halt doof, wenn du dann immer hängen bleibst an einem Kram. So, einmal Schutzschild anschmeißen. Damit wir die Hits aushalten. Weil eigentlich das Schild ja auch stärker machen können, ne? Das muss ja auf, ist ja die gleiche Art und Weise. Wir machen einfach zweimal die eine Rune da rein und dann sind wir stärker. So, neuer Spruch. Nee, nicht neuer Spruch. Erstmal gucken, was wir überhaupt brauchen. Schild. Prüfen. Das sind jetzt Bankorok Santax. So. Bankorok. Jetzt haben wir noch Santax. Santax. Und die zwei. Ich mache einfach mal stärker. Dass man auch wirklich einfach zwei davon reinpacken kann, um das zu machen. Ich hätte gedacht, da wird es doch einfach eine bestimmte Rune geben, die wir einfach noch nicht haben. Die man dann dafür braucht. Aber das ist ja sehr gut. Der Erholungsspruch. Prüfen. Hat Nakoras und Santak. Ja, können wir direkt so machen. Landtag. Akkurat. So, weil Mana scheint nämlich auch nicht verbraucht zu haben. Heißt nämlich auch, dass wir Erholung zuordnen. In der Stärke hier. Nach rechts machen. Und Schild zuordnen. Der Stärke mit dem Grün nach oben. Sehr gut. Haben wir noch einen anderen, den wir jetzt schon mal direkt verstärken sollen? Ja, den haben wir noch gar nicht. Ansonsten haben wir alle in allen Formen. Wobei jetzt sind da ja sogar 5 Kreise, ne? Also wir haben jetzt 3, 5. Aber bei den Runen selber gibt es hier nur 3. Da frage ich mich natürlich, warum sind hier oben 5 Felder dann? Mega. Mega. Sollen sie jetzt kommen? Kann ich dann jetzt einfach aus der Kirche rausgehen? Okay.
Den angucken können wir nicht mehr. Aber wir haben jetzt letztendlich hier alles erforscht, was es zu erforschen gibt, ne? Weil es gab noch eine Tür, die noch nicht durchkamen. Die da. Wo bist du? Lass mich mein Schwert in dich reinrammen. Also mit dem Rücken in den Raum startest, ne? Und dann dich siehst. Das ist schon echt doof. Diese Tür fällt durch besondere Verzierungen auf, die den anderen Türen in den Katakomben fehlen. Paul spürt, dass sich eine böse Macht dahinter dieser Tür verbirgt muss und fragt sich, ob die Zeremonie, von der der Mönch gesprochen hat, hinter dieser Wand abgehalten wird. Soll Paul eintreten und ja, eine Breit, klar. Ah, schon eine dolle Baute, ne? Also so voll unterirdisch. Nicht so erkennen. Weil da scheint Licht reinzukommen. Also das ist jetzt diese Kreatur, ne? Hab noch ein paar Bolzen. Sind wir jetzt aber noch aktiv? Sieht ja jetzt gerade nicht so danach aus, aber es ist ja eine Cutscene. Your task, my liege and greater guardian, is to guard this place. Do not worry about this worm. His kind yelps in terror at the sight of your mightiness. We will dispose of him ourselves. Oops. If I am to guard this place, I will do it as I see fit. Be gone and leave me, and I will guard the artifact as you have instructed. Und ich dachte, wir hätten jetzt noch so einen coolen Bosskampf mal. Aber scheint jetzt noch nicht. Der arme Paul, ey. Einfach Matsch. Das war jetzt echt überraschend. Und ich hab da so schön ihn jetzt vorbereitet. Schön dicken Schild, das Schwert hochgepimmt, ne? Und dann tritt der einfach drauf und er ist Matsch. Armer Paul. Alex hat eine Nachricht von Edward gefunden. Oh, ihre geistige. Das scheint jetzt aber auch ein bisschen. Warum ist sie denn jetzt nicht, ist denn bei ihr. Müssen ja auch jetzt die Schnellsprüche. Ja, passt. Aber machen wir sie eben einmal. Voll. Ah, doch, es hat. Es verbraucht mehr Mana. Ach, mach ich denn? Ich habe jetzt ein Schild angelegt. Hm. Erholung. Sprechen. Das hat wahrscheinlich generell das Schild gebraucht. Bei der Erholung jetzt für die geistige. Weil das Schild hatte eigentlich bei dem Anthony-Kampf ja auch nicht so viel gebraucht. Ich glaube fast schon,
dass es mehr Sinn macht, die kleinen Spruch zu machen, weil es wesentlich weniger Mana braucht. Es geht schneller. Das heißt, du hast ja nicht so viel Zeit, wenn so ein Gegner auf dich zukommt. Mein Engineer hat das immer so gerade gepasst, dass es dann ja das Schild wieder oben war. Das hätte hier vielleicht gar nicht geklappt mit dem 5er-Schild. Wer weiß, wer weiß. Ja, wir speichern erstmal, bevor wir den Brief lesen und das dann da irgendwie uns wieder irgendwo hin beordert. Außerdem mache ich für heute die Aufnahme erstmal Schluss, nämlich schon 20 nach Mitternacht.